Frage, die beschäftigt ist, warum du oft nichts erreichst, wenn du nett bist. Ich litt den Tag hinein und die Regel Nummer 1 lautet, freudig sein ist nutzlos. Und im Alltag haben Herzen und Gefühle einfach keine Relevanz, solange alles rational läuft. Sehr enttäuscht und verbittert, frag ich, wann kann ich mich wieder auf den nächsten Tag freuen? Eine Frage, was ist heute eine Tugend? Wie viel ist sie wert, wenn man falsche Dinge deutlich mehr bejubelt? Manche meinen, ich sei hypersensibel. Und ich merke, an Hürden hat das Leben schon genügend zu bieten. Aber dennoch wollte ich nett sein und gute Gesten bringen. Leider war der Vorsatz nie ohne Gegenwind. Vielleicht war ich auch der Nummer zu nett. Dafür gab es kaum ein Dankeschön, doch sehr viel dummes Geschwätz. Nett sein wird häufig verwechselt mit Heucheln oder Schwächen. Oder es kann sein, dass dich die Leute verletzen. Sie nutzen dich aus, neben Herzen deiner Seele hat sich Frust angestaut. Man muss sich eingestehen, die Menschen mit viel Herz haben einen harten Leidensweg. Was sie leider prägt, ist die Kälte und ein großes Problem. Man muss die Gefühle unterdrücken, was sie sowieso nicht zählen. Eine Frage, die beschäftigt, ist, warum du oft nichts erreichst, wenn du nett bist. Ich litt den Tag hinein und die Regel Nummer 1 lautet, freundlich sein ist nutzlos. Und im Alltag haben Herzen und Gefühle einfach keine Relevanz, solange alles rational läuft. Sehr enttäuscht und verbittert, frag ich, wann kann ich mich wieder auf den nächsten Tag freuen? Versende diese Nachricht, dass du auch nur ein Mensch bist. Dafür haben die Leute immer weniger Verständnis. Doch falls es mal den richtigen Empfänger doch erreicht, wird es wieder hell und vieles ändert sich gleich. Und das hab ich schon ein paar Mal probiert. Doch es gibt Gerede, das auf Straßen oft kursiert. Frauen stehen doch sowieso nicht auf einen netten Kern. Trotzdem glaub ich, dass die Welt mit Herz besser wäre, meine Art, und ich handel aus Instinkt. Frust oder Hass anderer Menschen weckt was anderes in mir drin. Vermutlich ein extrem bösen Geist. Und da ist auch nicht mehr aufzuhalten, wenn die Szene mich erreinst. Aber ich wollte so im Leben gar nicht sein. Doch ich werd damit vergiftet, wenn das Szene mich ergreift. Und kann man das kapieren? Irgendein Gefühl einfach runterschrauben geht nicht. Und viele verstehen's nicht. Eine Frage, die beschäftigt, ist, warum du oft nichts erreichst, wenn du nett bist. Ich lebe den Tag hinein und die Regel Nummer 1 lautet, freundlich sein ist nutzlos. Und im Alltag haben Herzen und Gefühle einfach keine Relevanz, solange alles rational läuft. Sehr enttäuscht und verbittert, frag ich, wann kann ich mich wieder auf den nächsten Tag freuen? Eine Frage, die beschäftigt, ist, warum du oft nichts erreichst, wenn du nett bist. Ich lebe den Tag hinein und die Regel Nummer 1 lautet, freundlich sein ist nutzlos. Und im Alltag haben Herzen und Gefühle einfach keine Relevanz, solange alles rational läuft. Sehr enttäuscht und verbittert, frag ich, wann kann ich mich wieder auf den nächsten Tag freuen? So ist es, wir können nicht alle nur rational denken oder nur egoistisch sein. Manche wünschen sich sogar, dass die Mitmenschen ein größeres Herz hätten. Aber sind nicht dafür bereit, ihr Herz dafür zu geben. Würden das viel mehr Leute einsehen, dann bringt Freundlichkeit vielleicht mal wieder was. Irgendwann.